Servus, willkommen zurück auf meinem Kanal Secrets on Menü. In meinem kleinen, schnuckligen, dunklen Eckle hier wieder. Ja, und um was geht es heute? Heute möchte ich euch mal eine Band vorstellen. Nämlich eine Death Thrash Metal Band. Und zwar diese hier. Bitterness. Und Bitterness ist gegründet worden 2001 in Waldshut-Tingen. Und wo ist das? In Baden-Württemberg. Ja, und die sind gegründet worden als Melodic Death Thrash Metal Band. Und die möchte ich euch heute einfach mal ein bisschen vorstellen, weil die Musik ist echt absolut genial. Was diese drei Jungs, also es sind drei Stück, abreißen, das ist absolut genial, wirklich, das ist gigantisch. Da gibt's keine Handbremse, ne, da gibt's echt fast nur vorwärts. Und absolut auch geile Melodien und also richtig geniale Musik. Echt. Also, die möchte ich euch einfach mal vorstellen halt. Fangen wir einfach hier mal mit dem Neuesten an. Das Dead World Order. Und das ist rausgekommen 2020. Ist das rausgekommen. Und gucken wir da mal rein. Halt, ich zeige euch mal noch schön die Rückseite. Hier stehen die ganzen Texte und wie groß die drauf sind. Hä? Genial, oder? Kann man richtig geil lesen. Ich mach's auch mal auf. Und es ist wirklich ein absolut, ist richtig rum, ja. Richtig geiles, geiles Album, das Ding, ey. Absolut top. Wie gesagt, was die drei Jungs abreißen, absolut gigantisch, echt. Das gefällt mir so richtig gut, hey. Okay, aber dann gucken wir uns mal die Vinyl an. Wie gesagt, ich erzähl so ein kleines bisschen was über die Band, was ich halt so weiß, rausbekommen habe. Und wie gesagt, die Musik ist echt absoluter Hammer und jetzt zeige ich euch mal die Vinyl. Absolut geil, oder? Richtig geil. Und ich finde, so eine Band muss man absolut unterstützen, hey. Weil die macht echt richtig, richtig geile Musik. Ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt kennt. Bitterness. Aber wirklich absolut genial. Geniale Melodik, Death Thrash Metal, richtig geil, echt. Super Melodie, absolut top. Genial. So wie dieses Album hier, das Dead World Order, absolut geil. Gucken wir mal rein. Hier ist nämlich auch noch eine bedruckte Innenhülle drin. Habe ich aber meine LP raus, da wisst ihr ja, nicht gefüttert. Und hier ist die Vorderseite. Und hier wieder die Rückseite, schön groß mit den Texten. Absolut genial, wirklich super gemacht. Und wie gesagt, ich will euch die Band heute einfach ein bisschen vorstellen, weil ich sie echt auch super finde. Absolut geniale Band. Und was die alles noch braucht, wie gesagt, von 2001. Nur drei Leute, hey. Aber wirklich, hey, was die abreißen, das ist echt genial, absolut super. Okay, das war die erste, die Dead World Order, rauskommen 2020. Und jetzt kommen die Resurrexodus, ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Und die ist rauskommen 2015. Und das ist absolutes, geiles, geiles, absolutes Kultalbum. Ah, ich hole erstmal das andere hier raus. Erstmal, da ist nur so ein Zettel dabei praktisch, hier mit den Texten drauf. Diese Seite und ja, ein bisschen klein, die Texte wieder. Aber ja, macht nichts. Hauptsache es ist so ein Inlay dabei ein bisschen oder so ein einzelnes Blatt, wo halt die Texte so dabei sind. Und dann hole ich euch jetzt mal diese LP raus. Und ihr wisst bestimmt, was jetzt wieder kommt. Nämlich, das ist eine, ja, was? Eine Picture LP. Absolut hammergeiles Ding und wirklich hammergeiler Sound drauf. Ich weiß zwar nicht, was die Leute manchmal immer hingegen, die Picture LPs, aber dieser Sound ist wirklich geil da drauf. Absolut top. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht der Ferrari unter der Stereoanlage oder Plattenspieler, ich habe halt nur der Fiat. Aber wirklich der Sound absolut geil. Und das reicht mir vollkommen aus, wie der Sound auf dieser Platte ist. Und dieses Album ist echt absolut genial. Wirklich, ey, wie gesagt, es gibt, da gibt's keine Handbremse.
Da gibt's Vollgas und fertig. Und das ist richtig geil und auch geile Melodie hier wirklich. Und also einfach geiles Album. Richtig genial. Absolut top. Okay, dann nehmen wir die auch mal auf die Seite. Weil dann geht es nämlich weiter. Die haben da nämlich auch eine 10 Jahre Box rausgebracht. Und zwar diese hier. Das ist die 10 Jahre. 10 Years in Trash. Absolut. Hier sind 5 Scheiben drin. Wirklich. 5 LPs. Picture LPs sind hier drin. Und das Ding hat kostet 55 Euro. Also vor 5 Picture LPs. Und ich habe mir sie angehört. Der Sound ist absolut, ist nicht immer was, sagen wir, nicht billig, sondern günstig ist. Ist nicht immer schlecht. Nein. Das ist absolut wirklich der Sound genial. Absolut top. Kein Kratzer, kein Rauscher, kein nicht irgendwas auf diesen Picture LPs. Absolut geil. Okay. Na, gucken wir uns diese Dinger mal an. Man sieht, okay, das ist jetzt nicht absolut, so wie die andere Boxer als richtig dicker Karton oder so. Aber ne, es soll ja auch nicht um den Karton gehen. Es geht hier echt um die Vinyls und um die LPs. Und um den Sound von der Band. Also das war hier dabei. Ich glaube, das, keine Ahnung, Fanzine, Label, Mail Order, ja. Wahrscheinlich hier das, wo das herkommt. Und das war halt so eine Tragtasche, die tut man halt da rein und fertig. Die war da einfach dabei. Okay, also, dann fangen wir mal an. Mit dieser hier. Also wirklich geile Picture Piece. Richtig geile Musik drauf. Und richtig geiler Klang. Für mich, wie gesagt. Also keine Ahnung, was die andere so findet. Okay, dann fangen wir mit dieser hier an. The Final Declaration of the End. Und das ist diese hier. Absolut geil. Und die ist rausgekommen 2012. Absolut genial. Wirklich coole Lieder drauf. Absolut top. Also die ist jetzt nicht so chronologisch, wie ich es euch zeige. Das ist halt, wie sie jetzt hier so rauskommen. Aber wirklich geil, diese Box, wirklich für 55 Euro und 5 Picture Vinyls. Also hallo, da zahlst du wahrscheinlich irgendwo anders 150 Euro für eine andere Band oder so. Und das ist absolut mehr wie fair, wirklich. Okay, dann kommen wir mal schon zur nächsten. Wie gesagt, ich denke, das wird heute nicht lang gehen. Ich will euch einfach die Band ein bisschen vorstellen, weil ich finde, die haben es auch echt richtig verdient, weil die absolut geniale Musik mal hat. Und die auch unterstützt werden müssen, finde ich. Und das ist echt nur fair. Okay, das ist die nächste, die Genocity. Und die ist rausgekommen 2009. Auch, ich muss es ja raussagen, dass ihr seht, ich hoffe, das spiegelt immer nicht zu arg. Hier in meinem schnuckligen Eckle hier. Auch absolut genial, wirklich top. Absolut super. Hier hinten, die Rückseite, die Lieder, was halt alles da drauf sind. Und auch hier wirklich nur geile Songs. Wie gesagt, Handbremse kennen die Jungs glaube ich nicht. Da geht's auch richtig zur Sache und richtig, richtig geil. Echt. Und wie gesagt, das sind 5 LPs. Komplette LPs von denen von Bitterness. Und hier kommt die nächste. Autumn's Fall. Ich hoffe, ich spreche das immer richtig aus. Wenn nicht, sorry. Und das ist diese hier. Und die ist rausgekommen 2005. Also mir geht es praktisch von vorne nach hinten, so wie das aussieht. Von 2020 bis zur ersten. Absolut top. Wirklich. Und hier in der Box sind ihre erste 5 Alben drin. Alle drin auf Picture LP. Absolut geil, für 55 Euro. Absolut nur fair, wirklich. Wie gesagt, und die Musik hört sie euch an. Sag ja immer, hört sie euch an, bevor ihr da irgendwas kauft oder so. Und dann heißt es, der redet einen Scheiß. Nee, ich finde die Musik absolut, wirklich, richtig genial.
So, dann kommen wir auch zur nächsten schon. Nämlich zu dieser hier. Sweet Suicide Solution. Und das ist diese hier. Habe ich es richtig? Ja. Und die ist rausgekommen 2003. Auch hammergeil. Super Songs drauf. Und zeige euch mal die Rückseite noch. Ist, ja. Bloß gucke, dass das einigermaßen gerade ist immer, dass ihr das seht. Auch echt richtig geil. Richtig schöne, richtig, richtig schöne Scheibe. Und da sehe ich gerade, sind sie noch zu fort. Da, wahrscheinlich war die mal zu fort, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber ich meine, jetzt sind sie nur noch zu dritt. Aber absolut geil, wirklich, was die runterratzt. Genial, absolut top. Wirklich. Okay. Dann kommen wir auch schon zur letzten. Und das müsste nochmal das Debütalbum sein. Und das ist dieses hier. Dawn of Golden Blood. Wollen wir auch diese mal raus. Die ist rausgekommen 2002. Und das ist diese hier. Auch richtig geil. Wie gesagt, vielleicht war die da auch zu fort am Anfang der Hanna. Aber ich meine, jetzt sind sie nur noch zu dritt. Aber was die Jungs abreißen, wie gesagt, das ist echt genial. Absolut top. Rückseite. Absolut genial. Okay, das war jetzt eigentlich schon einmal die 5 Scheiben von denen. Wie gesagt, die sind wirklich alle, die ersten 5, alle in der Box als Picture LPs. Und gucken mal hier rein. Okay, das ist nur jetzt, hier ist Werbung. Das ist halt von dem, wo sie wahrscheinlich vielleicht unter Vertrag sind. Denke ich jetzt mal. Oder wo man das bestellt. Ja, ich weiß es auch nicht mehr, wo ich das genau bestellt habe, weil ich habe die Dinge schon eine Weile. Okay, und hier ist auch Werbungszettel, wo alles dabei ist. Da sind viele Werbungszettel dabei. Und hier ist das praktisch von dem Album hier. Oder von der Box hier, das 10 Years in Trash. Das ist dieser Einleger, wo hier dabei war. Wo der zu der Box gehört. Und die ist auch limitiert auf 333 Stück. Und ich habe die Nummer... Und hier kann ich das jetzt lesen. Ich hoffe, das sage ich euch echt richtig. Entweder 242, meine ich, ja, könnte sein, 242. Ich habe mich zum kleinen Edding geschrieben, da Hanna, aber man kann schon erkennen. Aber wie gesagt, in meinem dunklen Ekel hier immer drin. Aber ich kann es nochmal abfotografieren. Ich hoffe, ich lese es richtig. 242. Und hier sind noch die Scheiben drauf, was hier alles drin ist. Auf der Rückseite. Ja, und dann sind noch 2, 3 Zettel Werbung drin. Aber wie gesagt, eine hammergeile Box. Und wirklich zum absolut fairen Preis. 55 Euro für 5 LPs. Die Jungs haben auch noch 2 EPs gemacht. Aber die habe ich jetzt leider nicht. Leider habe ich die nicht. Und die sind auch rausgekommen, haben mir ein bisschen aufgeschrieben, das war 2004 und 2007. Aber von den EPs habe ich leider nichts. So, ihr seht, es war jetzt so ein bisschen eine kurze Vorstellung von Bitterness, weil ich auch finde, weil die echt auch eine richtig gute Musik mal hat und die das auch verdient habe, dass man die hier auch mal vorstellt und die Jungs einfach ein bisschen auch unterstützt. Und wie gesagt, hört euch die Musik an, vielleicht gefällt es auch dem einen oder anderen und unterstützt so eine Band wirklich, weil sie echt, ich finde sie absolut richtig klasse. Stellen wir die auch da vorne rein und ich finde sie echt richtig super. Und wie gesagt, ihr habt gesehen, hier sind 5 Picture LPs drin und die sind echt wirklich ein guter Sound. Also für mich, klar, für jeden ist das immer Geschmackssache. Aber für mich absolut super geiler Sound, wirklich richtig gut. Und auch die Musik von denen echt hammergeil. Wie gesagt, nicht Handbremse oder so, nein, Vollgas. Und das finde ich geil. Und auch richtig so melodiös und gute Melodie drin und so, spielerisch absolut auch genial, wirklich top. Und
Ja, ihr seht, das war jetzt so ein ganz kurzes, kleines, nicht Unboxing, Vorstellung von Bitterness. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht hört der ein oder andere mal rein in die Musik. Weil es echt, ich finde es genial, der, wo halt auf so Musik steht. Natürlich, klar, dem, wo so Musik fällt, so Melodic, Death, Thrash Metal. Aber ich finde es echt richtig gut. Und ja, und in diesem Sinne sage ich Dankeschön, dass ihr zuguckt habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ihr wisst ja wieder, was zum Schluss kommt. Ja. Und in diesem Sinne, immer volle Kanne, Hoshis.